Leute, also wunderschönen guten Morgen. Meine Mutter hat hier schon Weihnachtsdeko rausgeholt. Das ist eigentlich die bei mir letztes Jahr da und nicht die erste im März oder so weggegeben habe. Auf jeden Fall habe ich ja den gestrigen Tag überstanden mit dem Magerquark. Bin heute um kurz nach 5 aufgewacht. Bin nochmal eingeschlafen. Kurz nach 8 bin ich aufgewacht. Meine Mutter hat dann uns also ganz normal Essen gemacht. Also unser diätologisches Essen. Es ging, dann haben wir gesnackt und ich habe mich heute Morgen geduscht und getan. Und meine Mutter wollte halt mit mir rausgehen und ich hatte kein Problem damit, weil meine Haare halt schnell trocknen und ich hätte sie ja noch föhnen können. Und als sie rausgehen wollte, so 1,5 Stunden, nachdem ich meine Haare gewaschen habe, waren sie halt schon trocken. Und dann wollte ich mit ihr raus und sie so, ja, ich will jetzt deine Haare anfassen. Und ich hasse das, wenn man meine Haare so durchwuschelt, während sie gerade so schön liegen. Ich habe gesagt, nein, ich so, ja, ich kann auch ohne dich rausgehen, so, es bringt nichts. Kannst du meine Haare anfassen, kannst du ja auch nicht anfassen. Ich gehe raus. Und sie so, ja, dann geh alleine raus, lässt den Schlüssel da. Ja, egal, jetzt ist sie raus. Jetzt werde ich auch rausgehen, weil eventuell werde ich es am Mittag nicht mehr tun. Beziehungsweise treffe mich vielleicht mit einer Freundin. Mal gucken. Heute kommt jemand von der Ablesung. Um 4 oder 5 muss ich gleich gucken, was da draußen steht, wenn ich rausgehe. Genau, dann warte ich wahrscheinlich noch mit dem, weil meine Freundin arbeitet halt und wir können uns heute erst etwas später treffen. Und es ist gerade 12:40 Uhr. Ich habe schon vor einer halben Stunde meinen Mantel aufgemacht. Ja, den Gürtel dazu irgendwo weggepackt. Es war einfach so verdammt heiß. Ja, es ist wie gesagt 20:01 Uhr. Ich muss jetzt schon langsam nach Hause, weil wir haben kurz nach 10 halt gesnackt. Da war gerade so eine Oma, die ist mit dem Auto stehen geblieben. Ich habe halt gesehen, dass die auf mich zukommen. Und dann sagt sie so, Entschuldigung, ich habe eine Bitte an Sie. Die war so richtig festlich gekleidet. Könnten Sie mir denn hinten mein Kleid zumachen? Und dann macht sie ihren Pelzmantel runter. Und dann, ja, habe ich ihr das Kleidchen zugemacht. Vielleicht bekomme ich was für meine gute Tat in nächster Zeit. Ich habe übrigens heute so ein Kleid an. Also so ein Hemdkleid kann man praktisch schon sagen. Es sah gerade aus, als hätte ich einen Babybauch, aber das ist hier eine Falte. So eine Mutter, die ihren Sohn halt von der Schule abgeholt hat. Ich traue mich gerade nicht, den Bildschirm komplett aufzutreppen. Cringe, das sind Leute. Ja, und sie so, ja. Und was hat denn der Volodymyr bekommen? So, ja, der Volodymyr hat eine 3. Ich habe hier schon einiges ausgemistet. Hier unten war alles voll, wirklich bis nach oben. Als ich nach Hause gekommen bin und habe gesehen, dass ein Paket für mich da ist. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen was bestellt. So ein ganzes Outfit praktisch. Ich habe mir zuerst überlegt, halt sowas wie Hoodie und Hose und Schuhe und Jacke und Schmuck zu kaufen. Aber dann habe ich gedacht, das wird meine nächste Bestellung sein, wenn ich jetzt so von einer Zeit wegkomme. Ich bin schon von hier weggekommen, aber ich möchte so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr. Also weil das ist nicht mehr angekommen. Es ist nur das hier angekommen. Das kann kein ganzes Outfit sein. Das ist anscheinend nur der Ohrring. Und eigentlich stand es sie als letztes ankommen sollen. Aber manchmal ist es nur das, was als letztes ankommen soll, als er so ankommt. Und ich habe meine Schwester gefragt, die hat auch schon mal Ohrringe bestellt. Und also sie konnte es zurückschicken. Ich habe aber in dem Moment nicht geguckt, ob der stand, dass man das zurückgeben kann. Aber ich meine, wenn es dir nicht gefällt. Let's post the phone. Wow. Das sieht komplett anders aus als online. Also die waren online viel länger und schicker. Und das sieht einfach aus wie so eine Flohmarktausbeute. Leute, hier ist eine Retour. Ich habe kurz gedacht, da ist keine, weil normalerweise legen die halt immer so einen Aufkleber, was du halt abmachst und dann drauf tust, was praktisch der Code ist. Und hier ist es in Papierform. Oh mein Gott. Die Ablesung ist gerade da. Ich habe noch einen Kaffee getrunken und ich bin so glücklich, dass mein Laptop wieder geht, weil das seit 2 Tagen irgendwie gar nicht funktioniert hat. Man konnte nicht mal die Maus benutzen. Ich bin so glücklich, weil ich habe schon meine Videos heute in 5-Tages-Abstand hochgeladen. Ja, halt eingestellt, weil ich dachte, dass ich jetzt halt bald nicht mehr schneiden kann und dann irgendwie zu meinen Großeltern muss. Also so, Leute. Ich gehe jetzt los. Ich bin eigentlich schon ein bisschen spät dran. Also wir haben um 17:30 Uhr ausgemacht, meine Freundin. Und es ist gerade
6 Minuten nach 17 Uhr. Um 17.11 Uhr kommt meine Traum. Ja, keine Ahnung. Also die gehen halt immer von einem langsamen Gehe aus. Also wenn ich schneller gehe und die U-Bahn davor nehme, egal. Ich kann ja noch schreiben. Leute, schaut euch mal diesen Tumor an. Diesen Laser. Ich liebe das ja. Also Facebook schickt mir auch meine E-Mail, dass irgendein Albert heute Geburtstag hat. Also mega. Und den Typen kenne ich nicht mehr. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass er in meiner Freundesliste war. Leute, wir haben 17.30 Uhr gesagt und es ist 18.12 Uhr und sie ist immer noch nicht da. Ja. Leute, es ist 20.33 Uhr. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Bus. Ja, ich habe nichts gefilmt, weil wir uns einfach so verquatscht haben. Und ja, ich erzähle gleich noch, wo wir was. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall unterwegs. Ich glaube, so komisch, weil das letzte Mal, als ich hier war, war nach dem, wann war das? Nee, nicht nach dem Tapas-Essen, nach ja, dem, wo wir im Biergarten waren mit der Klasse, wo ich hier die ganze Nacht unterwegs war und geheult habe. Das ist so komisch. Und jetzt bin ich einfach richtig gut gelaunt. Oh, Digga, Leute, alles leer in 12 Minuten. Oh, ich lass mein Leben, Digga. Auf jeden Fall, ja, habe ich mich mit meiner Freundin getroffen. Also wir haben halt vor dem Treffen gedacht, so, wir holen uns einen Kaffee und quatschen halt ein bisschen. Wir haben um 17.30 Uhr abgemacht und sie ist um 17:45 gekommen, weil es da anscheinend irgendeine Störung gab mit der U-Bahn. Also fast eine Stunde zu spät. 18.15 Uhr Kaffee trinken kann man machen, aber irgendwie haben wir in der Nähe keinen Kaffee gekannt, beziehungsweise sie hat so gesagt, ja, wollen wir halt zum Glück. Und dann dachte ich so, ja, okay, so. Ich habe jetzt auch keinen besseren Vorschlag. Ich habe ja gesagt, dass ich nur einmal geimpft bin und deswegen hatten wir halt so die Bedenken, ob wir überhaupt irgendwo reinkommen. War mir doch unsicher, ob ich irgendwo draußen sitzen kann, weil vorher war es möglich. Aber bei manchen Institutionen war es so, dass sie trotzdem gesagt haben, dass man das nicht darf, weil das anscheinend jeder selber entscheidet und manche da irgendwie komisch sind und nicht so über die Regelungen Bescheid wissen. Auf jeden Fall, ja, sind wir zu Hans zum Glück gelaufen. Sie ist dann reingegangen, obwohl ich hätte wahrscheinlich auch rein können, weil man darf ja sich zum Beispiel bei manchen Sachen, selbst wenn du nicht sitzen darfst, dann reingehen und dir was bestellen und rausgehen. Auf jeden Fall habe ich irgendwie gesagt, ja, geh mal rein und frag und ja, also... Ja, du darfst schon rein, sie nicht. Und sie so, ja, ich werde jetzt nicht alleine reingehen. Deswegen saßen wir draußen. Ich hatte direkt einen Ausblick auf den Platz, wo ich mit meinem letzten Bumble-Date ein Treffen hatte, was richtig abartig war. Ja, das ist irgendwie komisch. Und dann hat der Kellner uns näher rangerufen. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, damit er nicht so lange laufen muss, weil wir waren halt direkt an der Straße. Und er hat uns halt direkt da zum Eingang gerufen. Und gegen Ende, wir saßen da, keine Ahnung, 1,5 Stunden oder so. Es war richtig kalt und ich habe ja noch eine Strumpfhose an. Ja, es ging. Ich habe halt so gleich gefragt, weißt du, ob man hier so Salate essen kann. Weil ich hätte mir jetzt keinen Burger rein switchern wollen. Ich war bis jetzt nur einmal in Hans zum Glück. Ja, ich habe mir eine Salatbowl bestellt, so eine relativ gesunde mit Hähnchen und so Salatblättern mit irgendwelchen Sesamkörnern und ein bisschen Käse. Wahrscheinlich hatte das trotzdem mehr Kalorien als das, was du dir zu Hause gemacht hättest, weil es wahrscheinlich irgendwie so mit Pillöl angebraten ist und mit so Dressing und keine Ahnung, aber ja, das war ja auch eine relativ große Schüssel. Ah, da war noch Sauerkraut und Rotkohl. Ja, trotzdem ist es halt gesünder, als hätte ich mir jetzt ein Burger reingepfiffen. Und sie so, ja, du kannst ja mit, wer ist das, Vollkorn nehmen, aber trotzdem hat es, ist ja trotzdem ein Burger. Und sie hat sich Omas Geheimnis bestellt. Also das ist so ein kleines Küchlein, so ein Stück mit irgendeiner Soße oder so. Sie hat es direkt so in einer Minute gegessen und ich habe meinen Salat über das ganze Treffen gezogen. Ihr Küchlein, Küchen, hat 12,90 gekostet und meine ganze Bowl da 13,90. Also, ja, und dann sind wir langsam nach Hause gefahren, weil sie war halt nach der Arbeit. Also völlig der Grund, warum wir gegangen sind, aber es war halt kalt und wir saßen da genug und haben schon genug geredet und ja, was hätten wir noch machen sollen. Mein Onkel hat meine Mutter gesagt, dass er uns einlädt am Samstag zu sich nach Hause. Er wollte eigentlich letzte Woche, aber da ging es meiner Oma nicht gut. Und er lädt halt uns und meine Großeltern ein. Genau, heute Morgen hat meine Mutter gefragt, ja, willst du in die Stadt und so? Und dann, ja, weiß ich nicht, waren wir so ein bisschen unschlüssig, weil eigentlich brauchen wir nichts. Wir wollten halt gucken, vor allem, weil bald wahrscheinlich alles geschlossen wird. Heute 50.000
Neuerkrankungen. Gestern waren es noch 39.000. Also morgen wahrscheinlich schon 60.000. Ist ja echt unglaublich. Und wir haben auch mit ihr gesprochen, dass wahrscheinlich bald alles schließen wird. Und dass kein Ende in Sicht ist. Auf jeden Fall dachten wir so, ja, vielleicht ist es das letzte Mal, dass wir so in die Stadt gehen. Wir waren 1.000 Jahre nicht mehr. Aber es gibt keine Reduzierungen. Irgendwie gibt es keine gute Ware. Und man kann alles online bestellen. Also heute zum Beispiel, wir waren ja am Abend, waren so viele Leute da. Auch in der U-Bahn so viele Leute. Und einfach, ja, alle Restaurants, Cafés, Lokale sind prippelprappel voll. Und alle sitzen drin. Also wir waren, glaube ich, die Einzigen, die in Hans im Glück jetzt draußen saßen. Glaube ich, waren wir die Einzigen. Also als wir in die Schule gegangen sind, waren auch welche, die draußen saßen. Und da waren so komische Typen, die haben uns so angeguckt. Also... ich habe das Gefühl gehabt, dass sie gleich nach unserer Nummer gefragt hätten. Aber dann haben wir weggeguckt. Das war echt cringe. Ja, vielleicht filme ich das nächste Mal, aber wie gesagt, da gab es eigentlich nichts zum Filmen. Ich hätte meinen Bowl gefilmt und es war so. Ich hätte jetzt keine Kamera aufgestellt, wie wir reden. Weil wir haben ja auch nichts anderes gemacht als gegessen und geredet. Das war es eigentlich. Ich bin wirklich unglaublich glücklich, dass mein Laptop jetzt doch angegangen ist, damit ich meine Videos schneiden kann, weil da alles drauf war. Also ich habe ja meine Videos auch so gespeichert auf YouTube, die ich hochgeladen habe. Es gab denn nichts, was an Material auf dem Laptop war, was ich jetzt nicht hier auf der Kamera hätte und irgendwo anders übertragen könnte. Aber ich habe mir halt so gedacht, ja, die ganze runtergeladene Musik, die ich ausgesucht habe, wenn der Laptop nicht mehr angeht, kann ich das nicht mehr einsehen und aufschreiben. So. Ich habe mir voll Mühe gegeben, das immer alles rauszusuchen, schöne Musik und so weiter. Und ja, das war das Einzige, was eigentlich schade gewesen wäre. Ich habe hier, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt oder irgendwo mal mitbekommen habt, hier in der Mitte war halt frei. Also die Bücher waren nicht drin, die und die. Also es war nur dieser Teil hier. Und diese Teil hier und dazwischen war halt frei. Und da lagen halt diese Dinger da oben. Also halt so Haarspray, Deo und so weiter. Jetzt habe ich Bücher hier voll gemacht. Jetzt ist es da oben gequetscht. Muss ich dann auch irgendwie mal einräumen. Ich habe keine Ahnung, so wo lagert ihr eure Deos? Also im Bad, ja. Aber ich will es halt irgendwie so in unmittelbarer Nähe haben. Obwohl das Bad ja so direkt neben mir ist. Jetzt haben wir wieder überlegt, halt morgen früh in die Stadt zu fahren. Aber irgendwie haben wir wieder keinen Bock.